Was geht, meine Freunde? Herzlich willkommen auf meinem Kanal. Die Yogi ist mal wieder back am Stissel für euch. Heute wieder mit dem Hof Kneisel, unserem Realismus-Selbstversuch hier auf der Ellerbach V2. Ja, wir haben in der letzten Folge so ein bisschen tricky gehabt, aber ganz ruhig, Freunde, ich habe die Lösung gefunden. 40 cm vom Monitor, wie immer. Ich habe schon mal vorbereitet. Wir haben hier den Pöttinger wieder, die Impress. Wir werden dann heute noch in Wallen gehen. Doch. Wir gehen heute noch in die Wallen. So, und zwar, mein Fehler war, ich habe natürlich das Ganze so und so gekippt, aber ich muss mit der rechten Maustaste und dann kann ich das auskippen noch. Also, zumindest, ich bin ja schon mal froh, auch wenn ihr mir das wahrscheinlich in den im letzten Video extrem reinschreiben werdet, dass Yogi, das geht so und so. Jetzt wissen wir es. Ich nehme am Stück auf, aber ich freue mich trotzdem, dass wir gemeinsam eine Lösung gefunden haben. Irgendwie habe ich alles getestet, aber bloß nicht das, ne? Schrecklich. So, das heißt, wir können jetzt zweimal fahren und dann gehen wir Ballen pressen. Dann bin ich nämlich froh. Dann ist es nicht so ein plumpes. So ein plumpes Füttern. Wisst ihr, wie ich meine? Sondern so ein bisschen im Yogi-Style. Macht das Leben schwer und du hast mir Spaß dran. Und ich muss den Fett nicht abgeben. So, jetzt wäre es na klar cool, wenn wir den hier belegen hätten können. Also können könnte ich, aber jetzt auf die Schnelle halt. Meist mit Maus. Wahrscheinlich würde es schon irgendwie gehen. Siehst du, da geht dann nämlich auch ein bisschen was. Gefällt mir. Hier müssen wir mal unbedingt noch so ein Regal für die Schläuche hinmachen. Weil dann könnten wir das alles abdecken. Dann könnte man nämlich hier auch mal vernünftig durch die Gegend fahren. Dann müssten wir hier nicht immer Slalom fahren. Aber da gibt es noch kein so ein schönes Wandregal, sondern nur so ein, ja, wo du 20 Schläuche reinmachen kannst. Aber das will ich gar nicht. Ich will eins. Ich laufe doch nicht über den ganzen Hof, um meine Rohre zu holen. So, jetzt haben wir nämlich dann 10.500 Liter mit dreimal fahren. Läuft. So habe ich mir das vorgestellt. Sehr schön. Mal gucken. Das wurde mir nämlich vorgehalten letztes Mal, warum ich ich glaube, Mähen oder Wenden gehe, bevor ich überhaupt mal die Tiere gefüttert habe. Da hat er na klar vollkommen recht. So, haben wir dafür abgeschlossen. Jetzt können die mal in Ruhe futtern. Hier haben wir halt auch noch so ein Thema. Gülle. Ich produziere halt mehr Gülle als ich arbeitet krieg. Müssen wir auf jeden Fall mal ein paar Verkaufstouren zur BGA hochmachen. Wie ist denn da der aktuelle Stand? Boah, Alter, da ist einiges dazugekommen, ne? Gülle. Fangen wir mal ganz oben an. Stroh. Gülle. Biogasanlage. 54 Euro. Preisänderungen. Wir sind jetzt halt im schlechtesten, ne? Wir müssten schon irgendwo eher wieder. Ja, aber auf die 10 Euro. Boah, 10 Euro, der schau gerade geschissen, echt. Bei der Menge, wo wir haben. Okay. Hammer. BGA läuft. Dann können wir jetzt pressen. Da bin ich ja mal gespannt. Denn das ist ja alles so ein bisschen abschüssig. Und dann hoffe ich, dass jetzt mal wieder ein bisschen Geld reinkommt. Ich habe irgendwie gerade das Gefühl, wir machen so ein bisschen Minusgeschäft immer. So, ab geht die Luzi.
könnte eigentlich auch mal gucken, wie viele Ballen wir gepresst haben. Komm, wir gucken mal kurz. Und zwar, ich bin ja Multiplayer. Ich sehe das nicht in den Statistiken, aber wo ich sehe, ist hier am Hof Kneisel. Wir haben 268 Bale Count. Findet ihr unter der Farms XML. So viel haben wir schon gepressen. 268. Alles, was wir jetzt na klar mehr machen, ist alles Rekord. Rekordverdächtig, alles ab. Ich glaube, 40 Folgen waren bis jetzt mein größtes Projekt. 40 oder 50. Sehe ich wieder den Schandfleck. Mann, ey, wie gern würde ich da schon drüber mähen. Da bin ich mal gespannt, wenn der steht. Der Ölrettich. Ich glaube, wir müssen eh jetzt dann pflügen. Wir sind im dritten Jahr. Wird normalerweise unsere Wiesen dann umgebrochen. Korrigiert mich da gerne, wenn ich da falsch liege. So. Und dann können wir hier gleich mal anfangen. Das sollte soweit alles funktionieren. Die wird sich gleich verabschieden hier. Die wird der Ruinarroller. So, wir lassen sie wieder automatisch ablegen. Tschüss! Ich wollte gerade sagen, wo ist denn die Balle schon hin? Aber die ist ja schon auf dem Weg nach unten. Oh, hoffentlich fällt die da nicht in der Fluss rein. Ich sollte da am Hang so einen Meter nach links ziehen, ne? Wir nehmen die quer erstmal noch. Ich hasse es, so mittlerweile in diese Schwarte zu fahren, ne? Das ist auch überhaupt nicht meins. Und ebenso ist nicht meins, bis zum Ende fahren und nochmal frisch hier anzufangen. Das ist schrecklich. So, durch das, dass wir hier nicht großartig wickeln müssen mit Stretchfolie, geht es da relativ zügig. Kommt auch nicht was runter, ne? So, dann würde ich sagen, fahren wir hier nach unten. Dann können wir die hoffentlich besser bremsen. Gerade ein bisschen schnell. So, wo ist die Balle rein? Natürlich ins Wasser. Soll es auch anders sein? Warum auch? Ne? Bin ja ich. Klar. Na klar. Ja, man muss halt auch zu seinen Problemen stehen.
kommt nichts mehr. Irgendwas ist halt immer, ne? Ich hab's gesagt, das liegt an Mais Plus. Ich hab's euch gesagt, mit Mais Plus kommt das Chaos wieder. Haben wir wieder den Dreck am Schuh lernen. So, komm, zieh, Baby, zieh. Ihr habt mir noch gesagt, Allrad kann ich wohl auch über VCA steuern. Da muss ich mich auch mal noch damit beschäftigen. Das werden wir nämlich hier den Berg hoch öfters wohl brauchen. Ich finde es halt irgendwie blöd. Ich habe ja jetzt diese Wiese gepachtet, dass ich dann sage, okay, ich habe mein Zeug runtergeholt, jetzt verkaufe ich sie wieder oder entpachte, wie auch immer. Fachjargon heißt. Ich will mich da dann schon noch ein bisschen um das Feld kümmern. Wiese, Yogi, Wiese. So, ich press mal hier munter weiter. So, es sind da klar jetzt ein paar mehr Ballen. Ich wollte die kleineren nehmen, damit die besser in diesen Trichter reinpassen, dass es da nicht irgendwie zur Verstopfung kommt. 125er, ich glaube, sonst haben wir immer die 250er genommen. Kann das sein? Ich bin mir gar nicht mehr sicher. Auf jeden Fall sollten die ohne Probleme reinrutschen. Haben wir da, glaube ich, wieder ein bisschen mehr Arbeit beim Zusammensammeln. Das ist klar. Aber auch nicht so tragisch. Geht ja relativ zügig. Wir sind ja mittlerweile geübt, was es angeht. Das ist, glaube ich, einer der einzigen Punkte, die ich dick und fett abhaken kann und sagen, ja, haben wir uns gesteigert, haben wir einen Griff, das läuft. Habt ihr das vor kurzem gesehen auf der Westerrade? Drehschirm rückwärts auf eine Rampe hoch zur BGA, ohne Probleme. Herrlich, das war auch so ein kleiner Erfolg für mich hier. So, da müssen wir noch ein bisschen Reste zusammenkratzen. Eine geht auf jeden Fall noch. Da drüben hat es auf jeden Fall auch noch was, aber ich würde jetzt hier mal kurz so ein bisschen zusammenkratzen. Dass wir die hier noch voll kriegen und dann kriegen wir da drüben noch eine raus und dann sind wir, glaube ich, durch. So, Muckersägele fällt noch. Hat eigentlich soweit gut funktioniert, ne? Bis auf da unten halt. Hat ja ins Wasser fallen müssen. Kann ja nicht anders sein. So, hier drüben liegt sie nochmal ein bisschen dicker. Da kriegen wir auf jeden Fall eine noch raus. So, und der Rest ist dann Schwund, würde ich sagen. Ja, da bin ich einfach nicht so. Das Zeug jetzt wirklich so feinfühlig zusammenkratzen, da fällt mir die Muse. Muss ich echt sagen. So, gucken wir mal, liegt noch was drauf? Nee, das ist da nicht das Muggersäckerle noch. Das passt schon. Passt schon. So, dann müssen wir Schwaden und Ballenpressen abrechnen. Das können wir eigentlich noch ganz kurz machen. Und zwar, wie heißt denn unsere Geschichte hier? Da oben sind wir. Die 64. Die 64. Das heißt, wir gehen in den Maschinenring rein. Gehen in die
Rechnungsmod rein, neue Rechnung. Hofkneisel. Dann brauchen wir Schwaden. Die 64. Und Pressen. Ich schätze mal, es sind jetzt irgendwo so 25 Ballen. Hinzufügen. Ich schätze jetzt einfach mal, wenn da noch was offen sein sollte, dann ist es so, ne? Also da sind wir jetzt nicht päpstlicher. Wieder Papst. So, und dann gehen wir rüber und gehen wieder in die Rechnungsmod rein. Dann ist hier die offene Rechnung von 675 Euro. Zahle Rechnung. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25. Ah, 26, da hinten ist noch eine. Also, es geht sich auf. Ne? Das ist linke Tasche, rechte Tasche, das passt. Gut, Freunde, dann sind wir auch für heute schon wieder durch. Dann müssen wir wieder verladen und so weiter und so fort. Es geht wieder weiter voran. In dem Sinn wünsche ich euch einen wundervollen Tag und dann sehen wir uns morgen wieder mit einer neuen Folge hier vom Hofkneisel. Macht es gut. Bis dann, euer Yogi. Ciao.